Pegasos, das geflügelte Pferd, ist in der griechischen Mythologie die Quelle aller Weisheit. Als Deckeninstallation mit Flügeln aus Objet Trouvé ist die Skulptur von Mia Florentine Weiß nun nach Frankfurt zurückgekehrt. Die Künstlerin und ihr Objekt haben einen langen Weg hinter sich. Am 18. April auf dem Dach des Senckenberg-Museums gestartet, ging es per Schiff und über Land rund um die griechische Ägäis, dokumentiert in zahllosen beeindruckenden Fotografien. Das ist eine Serie, die heißt Edges of Europe. Davon sind Extrakte hier in der Ausstellung im Senckenberg-Museum zu sehen. Und wir sind im Prinzip eine Originalflüchtlingsroute nachgereist. Und ich habe exemplarisch an unterschiedlichen Stellen Performances gemacht. Dabei erlangte das Projekt etwa auf der Insel Kos eine erschreckende Aktualität. Und wäre angesichts der Flüchtlingstragödie heute so nur noch schwer durchführbar. Die Suche nach einer sicheren Zuflucht bestimmt schon lange das Schaffen von Mia Florentine Weiß. What is your place of protection? Auf dem ganzen Globus befragte sie Menschen nach ihrem ganz persönlichen Schutzraum. Die Frage ist, wie lange wir uns Schutzräume noch leisten können, weil nach Wirtschaftsflüchtlingen werden irgendwann Klimaflüchtlinge kommen oder werden ganz sicher kommen. Und es wird einfach in diese Richtung weitergehen, weil diese Urverbindung zur Mutter Natur, also zur Erde, die müssen wir bewahren. Letztlich bleibt der Uterus für Mia Florentine Weiß der einzig echte Zufluchtsraum im Leben des Menschen, was sie auch während ihrer eigenen Schwangerschaft in einer Performance ausgedrückt hat. Das in der alten Apotheke des Senckenberg mit ihrem Baby aufgenommene Bild Muttertier wurde dann zum Ausgangspunkt der aktuellen Ausstellung. Dieses Bild ist eine Symbiose aus dem Mensch und der Maschine, aus Leben und Tod und Natur und Kultur. Und Als im Prinzip dieses Bild entstanden ist, kam dann auch relativ schnell die Idee, dass man aus dieser Symbiose, also wenn Naturwissenschaft endet und dann künstlerisches Sehen eintritt, eine Ausstellung konzipiert. Coincidentia oppositorum, der Zusammenfall der Gegensätze, wie hier Liebe und Hass. Ein zentrales Motiv in den Werken von Mia Florentine Weiß. Dieser kleine Moment, der birgt unheimlich viel künstlerisches Schaffen, unglaublich großen Spielraum. Und das ist ja auch das, was das Museum mir jetzt geboten hat, dass ich aus der Naturwissenschaft und der Kunst diese beiden Komponenten, die sich eigentlich widersprechen, wenn man jetzt an Goethe denkt, habe ich jetzt Juristerei und Medizin studiert, aber fühle mich zur Metaphysik hingezogen, ist im Prinzip jetzt ein Wort aus dieser Arbeit auch heraus entstanden, was ich jetzt hier in den Händen halte und was eben auch vor der Türe steht. Was sozusagen die Ambivalenz der Welt für mich in einem Pudelskern, um jetzt bei Goethe zu bleiben, zusammenhält. Bis zum 7. Februar ist die Sonderausstellung Der Nabel der Welt noch im Frankfurter Senckenberg-Museum zu sehen.